Also an diesem Abend wird man ein Solo sehen von Renate Grazia Dei. Also es ist nur eine Tänzerin auf der Bühne. Zu der Tänzerin ist noch ein Musiker auf der Bühne, der auch die Musik live spielen wird oder abspielen wird. Er wird elektronische Musik spielen. Die Tänzerin wird sich zeigen in unterschiedlichen Situationen. Einmal wird sie höchstwahrscheinlich hängen, wenn man das schon sagen darf. Einmal wird sie ganz anders erscheinen, als man sie kennt. Das verraten wir jetzt noch nicht. Also eigentlich geht es in den unterschiedlichen Kapiteln auch immer sich zu transformieren oder zu verändern und diese Veränderung irgendwie aber auch für ein Publikum erlebbar zu machen und eigentlich auch das Publikum anzuregen, in ihre eigene Wahrnehmung für jegliche Art von Details zu vertrauen und das, was sie daraus mitnehmen, dass es auch einfach eine Wichtigkeit hat und nicht nur das, was ich vielleicht erzählen möchte damit, oder? Das ist so ein bisschen vielleicht ein Bedürfnis, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist im Moment einfach so ein bisschen arg laut und alles so groß und überwältigend und da irgendwie einfach mir die Zeit nehmen, genau das, also das Gegenteil zu tun, nicht einfach nur mich mit dem zu beschäftigen, was mir ständig irgendwie entgegenkommt, sondern versuchen weiter zu gucken oder von der anderen Seite zu gucken und einfach zu entdecken, was gibt es da noch alles, oder viel war auch so Gegensätze, also wie das Simpelste ist jetzt gut und böse, aber was ist eigentlich alles zwischen gut und böse, oder was ist zwischen hell und dunkel oder zwischen weich und hart, also eher so die Zwischenräume anstatt immer nur das, was eigentlich sozusagen irgendwie wie eine Schublade einfach einem vorgeschoben wird. Und ich glaube auch, the land of small details, ich glaube, die kleinen Details machen das Große aus, also das Besondere aus. Mhm. Also erst, wenn man eigentlich die Wertigkeiten auf das genaue Hinhören oder das genaue Tanzen und das Herausarbeiten von Möglichkeiten? Ja, von den Unterschiedlichkeiten, von Kleinigkeiten macht eigentlich das Besondere aus. Aber der Wunsch ist irgendwie eben einfach dadurch, wie man durch die Wahrnehmung, was passiert dann mit einem und das vielleicht auch mitzunehmen und auch zu hinterfragen. Also jetzt beim Probenprozess war viel auch immer wieder Hinterfragen von unterschiedlichen Situationen, die im Moment stattfinden, aber auch, will ich das jetzt irgendwie thematisieren oder kann ich einfach das ein bisschen auf die Seite schieben und eigentlich eher eine Welt aufzeigen, die anders sein könnte. Also jetzt nicht irgendwie unbedingt, okay, anders in die Realität, das ist eine ganz andere Geschichte, aber Fantasien oder wie man Sachen vielleicht einfach sonst betrachtet, vielleicht wenn man einfach ein bisschen um die Ecke schaut, sieht man es vielleicht ein bisschen anders. Und ich denke, dass wir nicht wollen, dass die Leute jetzt anders im vordergründigen Sinne, aber im hintergründigen Sinne, also dass man es fast im Unterbewussten einfach sie vielleicht berühren kann oder touchen kann, sodass dass der Denkprozess vielleicht gar nicht in dem passiert, im intellektuellen Sinne, sondern im Schönen oder im Wahrnehmbaren oder also im Emotionalen. Ja, aber eher unterschwellig, also im Unterbewussten sie holen kann, indem man sie sich vielleicht fallen können oder also loslassen können oder mal da sein oder Platz haben. Ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn alle
zu unseren Vorstellungen am 29., 30. und 31. Dezember kommt und mit uns unser 25-jähriges Jubiläum ausklingen lasst. Profund.